Ich will hier einmal anschaulich darstellen, warum die Ableitung von e hoch x wieder e hoch x ist. E hoch x ist eine Exponentialfunktion, die einen ganz bestimmten Wert in der Basis hat. Eine andere Exponentialfunktion wäre beispielsweise 2 hoch x und man kann das dann darstellen lassen auf einem Wertebereich von minus 3 bis 3 zum Beispiel und hat dann eben hier diese Exponentialfunktion. Oder ich kann für statt 2 auch 5 wählen und bekomme dann eben eine gewisse andere Form in dieser Exponentialfunktion. Ich kann auch die Ableitung bilden von 5 hoch x mit der Funktion d für Derivative und dann soll nach x gelöst werden und das hier ist die Ableitung, sicherlich nicht dieselbe. Die Ableitung ist definitiv anders als die Funktion selbst. Oder ich kann hier 0,5 machen und bekomme hier etwas. Das ist natürlich immer anders als die eigentliche Funktion. Warum ist das jetzt bei e hoch x nicht so? Und um es mal anschaulich zu zeigen, habe ich hier so ein kleines interaktives Programm gemacht. Das ist wieder eine Exponentialfunktion, die man hier sieht. Und hier ist die Funktion selbst, einfach a hoch x, wobei a irgendeine Zahl ist, die hier oben eingestellt werden kann, entweder von Hand oder mit so einem Schieberegler. Die Ableitung ist auch nochmal kurz dargestellt. Dann steht hier die Steigung und der y-Achsenabschnitt, beziehungsweise die Basis des a steht hier auch nochmal. Und jetzt möchte ich zuerst mal einfach hier mit ein bisschen rumspielen. Ich stelle mal diese Basis auf einen hohen Wert ein, höheren Wert auf irgendwas, 3 irgendwas. Und dann schaue ich mir hier mal die Ableitung an und den y-Wert. Beziehungsweise kann ich es auch hier sehen, hier ist der y-Achsenabschnitt und hier die Steigung. Jetzt sieht man in dem Moment schon, die Steigung ist höher als der y-Achsenabschnitt. Und das ist immer so. Ich kann den x-Wert ändern, wie ich will. Die Steigung ist immer höher als der y-Achsenabschnitt. Also die Steigung der logarithmischen Funktion in diesem Punkt x ist immer höher als der Funktionswert von x. Egal, was für ein x ich einstelle, das bleibt immer gleich, ist immer größer. Jetzt stelle ich mal für die Basis a einen kleinen Wert ein. Vielleicht nicht zu klein, ja, vielleicht irgendwie 2, irgendwas. Und dann verändere ich x wieder. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Die Steigung hat immer einen kleineren Wert als der y-Achsenabschnitt. Das heißt, wenn die Basis abhängig davon, wie die Basis ist, ist die Steigung entweder immer größer als der y-Achsenabschnitt oder die Steigung ist immer kleiner als der y-Achsenabschnitt. Und dann fragt man sich natürlich, gibt es irgendwo einen Grenzwert, wo der y-Achsenabschnitt immer gleich der Steigung ist? Und das wäre ja nichts anderes, als wenn die Steigung den gleichen Wert hat wie der y-Achsenabschnitt, heißt es nichts anderes, als dass die Ableitung den gleichen Wert hat wie die Funktion selbst. Und dann kann man die Basis anfangen, so ein bisschen einzustellen. Einfach mal so, dass diese beiden Werte hier gleich werden. Das ist jetzt hier gerade schon der Fall, zufällig. Sie steigen gleich wie der y-Achsenabschnitt, kann ich mal ausprobieren, fahre ich hier ein bisschen hinher und sehe, es bleibt jetzt die ganze Zeit so. Das heißt, die Steigung in einem bestimmten Punkt ist jetzt immer gleich wie der y-Wert selbst. Also ich ändere den x-Wert und es ist ein minimaler Unterschied, aber fast nicht. Also ich muss das wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Und zwar könnte ich hier vielleicht schreiben 2,718. Und jetzt passt es auch wieder und das ist auch der Wert mit noch ein paar mehr Dezimalen von e. Das heißt, wenn man eben diesen Wert gefunden hat, dann ist Steigung, ups, jetzt habe ich versehentlich das Falsche verändert, 2,718. Wenn man diesen Wert hat, dann kann man den x-Wert ändern, wie man will. Der x-Wert, die Steigung in diesem x-Wert ist immer, also die steigende Funktion, ist immer identisch mit dem y-Wert. Und das bedeutet, die Funktion und die Ableitung der Funktion haben den identischen y-Wert. Und damit ist die Ableitung gleich der Funktion und damit, und das ist eben der Fall bei 2,718 irgendwas, was e ist, deshalb e hoch x ist gleich als Ableitung auch e hoch x. Und so kann man sich das auch ein bisschen anschaulich ableiten.